Netzpolitik ist Wirtschaftspolitik. Und er ist unser Wirtschaftsminister und heute bei Netzrauschen. Herzlich willkommen, Philipp Rösler. Moin, grüß Gott und hallo. Haben Sie sich gut erholt von Ihrem Trip ins Silicon Valley? Auf jeden Fall, ging ja danach gleich weiter, also, aber war echt spannend. Würden Sie denn die Google Glasses, die Sie da aufprobiert haben, würden Sie die heute nach dem, was wir dank Edward Snowden wissen, noch aufsetzen? Die gute Nachricht, ich habe damals schon immer wieder gefragt, was passiert eigentlich mit den Daten und was gibt es eigentlich auch für Sicherheitshemmnisse. Wir haben das übrigens auch schon an dem Tag mit Google dann besprochen. Und ich sag mal, man bleibt mit einem unguten Gefühl zurück. Lassen Sie uns ein Stück auf den Wahlkampf der FDP gucken. Wie wichtig ist es für die DNA, Bürgerrechte, der Aspekt Bürgerrechte zu verteidigen? Sie hatten ja 4 Jahre Zeit. Was denken die Menschen auf der Straße? Wie haben Sie sich da geschlagen? Ich denke, dass man sich mehr von der FDP, speziell von Philipp Rösler, erhoffen kann im Hinblick auf den Schutz der Bürgerrechte. Der Herr Rösler hält sich zu dem Thema sehr bedeckt, gerade auch mit dieser NSA-Sache. Also bei Philipp Rösler bin ich mir gar nicht so sicher, ob der da irgendwie groß sich involviert in dieses Thema. Ja. Im Bereich der Netzpolitik nehme ich Philipp Rösler eigentlich gar nicht wahr. Naja, irgendwas ist ja offensichtlich schiefgelaufen. Wieso werden Sie nicht wahrgenommen? Zunächst einmal das Thema aktuell Vorratsdatenspeicherung hat, glaube ich, gezeigt, es war die FDP die einzige Partei, die 4 Jahre auch gegen vehementen Widerstand ankämpfen musste, um eben genau das in Deutschland zu verhindern. Während alle anderen europäischen Partner, viele haben es ja schon gemacht, dann umgesetzt haben. Und ich finde, das zeigt, dass man es nicht nur als Schlagwort hat oder auf den Internetseiten, sondern auch bereit ist, dafür zu kämpfen, auch über 4 Jahre. Ich verstehe, dass Sie zurückblicken und sagen, da haben wir Erfolge geleistet. Mir allerdings bleibt persönlich ein ganz schlechtes Gefühl. Meine E-Mails werden möglicherweise mitgelesen. Ich fühle mich in meinen Bürgerrechten eingeschränkt. Sie als Vizekanzler können mir das nicht garantieren, dass meine E-Mails unverletzlich bleiben. Ist das nicht ein Grund zu sagen, wir haben Mist gebaut, wir müssen zurücktreten, wir können da nichts tun? Erstmal gilt auch gerade im Sinne von Bürgerrechte, erstmal, ich will nicht sagen Unschuldsvermutung, aber erstmal eine Bestandsaufnahme. Es gibt ja aktuelle Diskussionen noch im Ausschuss, ob tatsächlich die NSA deutsche Daten abgehört hat, ja oder nein. Stellen Sie sich mal vor, Ihre Bundesregierung, der Bundesrepublik Deutschland, würde auf die Amerikaner zugehen, denen Vorwürfe machen, gleich welche Art. Am Ende würde ich sagen, ist nicht, muss dann kleinlaut die Fahne einrollen, fährt zurück und stellt dann fest, dass vielleicht von dem, was jetzt öffentlich diskutiert ist, doch gar nicht so viel passiert. Aber wir müssen doch genau davon... Sie müssen erstmal davon ausgehen, dass es einfach zur Seriosität dazugehört. Erstmal zu erheben, was ist tatsächlich passiert. Aber währenddessen geht das ja möglicherweise einfach weiter. Ja, Sie sind ganz aufgeregt. Ja, ich bin wirklich aufgeregt, genau, weil ich mich in meinen Grundrechten angefasst fühle in dem Moment. Wie es behauptet wird. Aber es behauptet bisher einer, dass abgehört wurde. Und als Bundesregierung sich verpflichtet zu überprüfen, ist das tatsächlich so gewesen? Lassen Sie mich noch auf einen anderen Aspekt zurückkommen. Auch im Wahlkampf wird ja immer wieder der Wert liberaler Gedanken betont. In der DNA der FDP steckt es drin. Ist es aber nicht so, dass wenn Sie im Prinzip jetzt sagen müssen, wir können das nicht garantieren, ja? Wir können den Staat nicht komplett raushalten aus meinen individuellen Rechten, dass Sie damit diese Idee des Liberalismus eigentlich auch verraten? Im Gegenteil. Die Aufgabe des Liberalismus ist immer die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit. Und die Zunahme an Sicherheit auf der einen Seite bedeutet eine Abnahme von individueller Freiheit auf der anderen Seite. Die Amerikaner würden die Balance anders setzen als wir. Und es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es niemanden gibt, der behaupten kann, dass es ein super Grundrecht auf Sicherheit gibt. Da haben wir uns klar positioniert. Sagt der Wirtschaftsminister. Sagt der Parteivorsitzende. Der Parteivorsitzende an der Stelle, der FDP, Philipp Rösler. Brauchen wir einen Internetminister? Also die wesentlichen Dinge im Bereich Wirtschaft werden von uns bearbeitet, die gehören dann mit dazu. Und die Zuständigkeiten sind sowieso vielfältig verteilt. Datenschutz, Datensicherheit ist unterschiedlich aufgeteilt beim Justizministerium, beim Innenministerium. Ich glaube, das wäre vermessen zu sagen, es gäbe da nur eine Zuständigkeit. Aber die wesentlichen Dinge, die Chancen, die wir im Internet sehen, die sind im Wirtschaftsministerium und ich finde da auch sehr gut aufgehoben. Herr Rösler, eine abschließende Frage noch. Was ist schlimmer, von der NSA ausspioniert zu werden oder von Kai Diekmann umarmt zu werden? Ich glaube, dass man sich für Dinge, die man macht, in der Form dann rechtfertigen muss. Ich möchte mir nicht vorschreiben lassen, wen ich begrüße, wie ich begrüße, wann ich was zu essen, was zu trinken habe, wann ich Fleisch esse und wann nicht. Auch das gehört zu einer freien Gesellschaft dazu. Möchten Sie mich jetzt umarmen? Wenn Sie das gerne möchten, müssen wir noch mal drüber nachdenken. Aber so gut kennen wir uns noch nicht. Wir haben ja keine 5 Minuten Zeit gehabt, wir zwei. Das war Philipp Rösler bei Netzrauschen. Herzlichen Dank, dass Sie da waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Und ich klappe den Rechner zu.